B präsentiert. Ihr gewinnt, wer zuerst eine Million verliert. Strandkörbe fürs Polarmeer kaufen, okay. Aber wenn beim Roulette deine Zahl kommt oder du den Jackpot drehst, gar nicht leicht eine Million zu verjubeln. Da, Kurssturz an der Börse. Gewonnen. Mankomania von MB. Hallo Kids-Fans, hier ist wieder euer Joe und Jedi. Und heute stellen wir euch vor Mankomania, wie verjubelt man eine Million? Indem man sie aus dem Fenster schmeißt, ganz einfach. Ja. Wir zeigen euch aber nicht eine Version, wir zeigen euch nicht zwei Versionen, wir zeigen euch drei Versionen. Und zwar fangen wir an mit der ältesten, das ist die blaue. Vom MB original noch aus dem Jahre 87, wenn ich mich jetzt noch verlesen habe, 85, Entschuldigung. Das ist richtig noch, wie wir es kennen, wie wir es lieben, wie es ausgehört hat, wie wir es gespielt haben. Den Sinn der Sache von dem ganzen Spiel erklären wir euch dann gleich. Wir zeigen euch einmal die verschiedenen Kartons eben. Also das ist die Version aus dem Jahre 85, wirklich noch länglich, alles von MB und so weiter und so fort. Inhalt kommt gleich im Anschluss. Dann haben wir die Neuauflage von 1997, kam noch von MB raus. Entschuldigung, wenn es da ein bisschen rattert, aber wir haben die Spiele gebraucht gekauft. Ihr werdet das dann sehen, warum. Was da rumflackerterweise ist, kommt komplett da. Schachtel ein bisschen kleiner, grüner gehalten, aber noch immer das gleiche Spielbrett. Und jetzt kommt's aus dem Jahre 2021, nicht mehr von MB leider, sondern von Huch. Spielprinzip gleich, Spielbrett nicht mehr das Originale, so wie wir es eben da kennen, was leider schade ist. Ja, gut, aber dazu kommen wir dann noch jetzt. Ich würde sagen, Fangen wir mit dem alten an. Das war das hier. Ja. Hoppla. Wir nehmen das mal beiseite. Ich beiseite. Genau. Einmal hier. So. Ich enthebe. Genau. Mit Anleitung und genau. Ding, wie immer schön in der. Richtig. Decke. So, ihr werdet das leider jetzt nicht ganz sehen. Wahrscheinlich mit unserem Greenscreen. Ihr werdet ein bisschen ein Loch haben und so, also Pardon. Aber. Deswegen jetzt gerade die Bildeinblendung, eben wie das Brett ausschaut. Ihr habt es da komplett am Anfang. Wo haben wir den Anfang? Wo haben wir den Anfang? Fangen wir an. Ich glaube, du musstest dich am Anfang konntest du entscheiden, dass du dich positionieren kannst, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber irgendwo wird es schon was geben. Irgendwo gibt es ein Losfeld. Gut, wir werden es eh mal aktiv spielen, also keine Sorge. Es kommt auch zu unseren Let's Play Board Games alles dazu. Ja, und da habt ihr das Ganze auch alles dabei. Nein, also das Brett, wie ihr im Bild seht, klassisch kalten. Das ganze Roulette eben und so weiter und die Pferderennen und der Kurssturz und so weiter ist auch dabei. Ja, habt ihr auf jeden Fall wunderschön kalten. Ja. Da ist sogar noch die, da ist die Kugel am Rad drauf. Genau. Ja. Und da habt ihr auch das mit dem Kurs und so weiter zu trainieren. Genau. Kurs? Ja. Ihr habt dann noch eben gehabt diese, was ist das, internationale Zertifikat, Aktien, Bargeld und so weiter, was alles drin ist. Aber wie gesagt, das werden wir euch einmal dann eh mal vorspielen, wie das Ganze funktioniert. Also ihr kriegt dann noch ein Let's Play auch von uns einmal. Als Spielfiguren habt ihr Sektflaschen, zwei Lass Würfel. Genau. Und dann noch, ich glaube, das sind Fabriken oder was, gell? Oder Häuser, die dabei sind. Okay, die Erklärung kommt dann noch, also wir werden euch das Spiel wieder nochmal nahe bringen. Die Beschreibung vom Spiel habt ihr im Deckel drinnen. Hatten wir schon. Seht ihr auch jetzt ganz kurz in der Aufnahme. Und ja, gut, das war mal die Edition 1985. Jetzt kommen wir auf 1997. So, das Ganze hat sich geändert. Wie gesagt, pardon, die Schachtel ist ein bisschen grün, deswegen wird das jetzt mit unserem Greenscreen da nicht ganz da mit kooperieren. Wie krallen wir das Brett? Das Brett ist anders aufklappbar, jetzt nicht in der Mitte. Es ist auch da wieder grün gehalten. Quadratisch praktisch gut. Ja.
das Bargeld und so weiter ist jetzt das eh in der Großaufnahme. Es ist alles jetzt durcheinander, weil wahrscheinlich weil das gesamte Inlay fehlt, was da nochmal drinnen ist. Ja? Das werden wir auch dann nochmal ordnen. Momentan haben wir das noch nicht gemacht. Dann das ganze Roulette ist diesmal ein Tick anders, sag ich mal. Es ist in Blau gehalten. Ihr habt dann die ganzen Dollar und so weiter alles drauf. Und beim Roulette ist es eine echte Kugel, die drin ist, die ist dazu steinklemmt. Genau. Die das Ganze dann beschleunigt, eben um auf die Zahl zu kommen. Auch wieder die Aktien alles drin und so weiter und so fort. Also hat sich nicht viel geändert. Aber wenn, dann werden wir die klassische Retro-Version, die aus dem 85er Jahr spielen. Reden wir mal blöd, nichts mich geht mehr. Richtig. So, dann gehen wir das auch weg. Gut. Aber Stiefelkugeln und so weiter sind alles gleich geblieben. Ist gleich, ja genau. Haufen. Ja. Murmeln drin. Murmeln? Kugel. Murmeln. Metallkugel. Egal. Ja, wie gesagt, ist eben kleiner kalt geworden. So, gut, und jetzt kommen wir zur kompletten Neuauflage von Manco Manga aus dem 2021er Jahr jetzt. Mir, wenn ich persönlich bin, gefällt es einmal nicht. Ich finde die klassische Version noch besser. Ich mein, was ich cool finde, ist eben, dass da. Wir werden es jetzt nicht aufbauen, also wir werden es vielleicht mal anspielen und euch einmal zeigen. Ja. Aber ja, was haben wir denn da drinnen? Wir Kohle. Haben da Geldscheine, Kohle haben wir drinnen auf jeden Fall. Was haben wir da? Kurzschlussversorgung, Aktien und so weiter sind dabei. Aber wir gehen trotzdem aufs Spielbrett ein. Das Spielbrett zeigen wir euch trotzdem in der Großaufnahme dann noch das auf jetzt. Das. Wie das ausschaut, das ist eher mehr ist kartonhaftiger. Ein dickerer, stärkerer Karton, ja. Und es erinnert mich jetzt eher stark an ein Casino fast schon. Ja. Also man hat die eigenen ganzen Bereiche eingegrenzt in einem Casino. Ja. In den Börsenkurs, ja. In ein Auktionshaus und einer statt einer Pferderennbahn haben wir hier jetzt aber motorisiertes Rennen, nämlich mit Formel 1 Wagen. Genau. Was ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht zu tragisch finde. Ja, ich bin eher fürs Klassische. Du weißt das. Ich weiß, aber es ist. Ja. Das finde ich jetzt jedenfalls nämlich nicht das Schlimme dran. Ich finde, das ist angemessen an die Zeit angepasst. Ja. Stimmt zusätzlich, es gibt aber ja keine große Station mehr. Du musst alles selber aufkleben. Ja, diesmal das. Ja, musste man ja mit der anderen auch machen. Ja, genau. Bicken musste man immer schon. Mhm. Angenehm ist, ich finde diese Unterteilungen, die sind gut, dass man nicht so viel verliert. Ja. Im Filmkrieg trotzdem nehmen wir dann irgendwelche Sachen, die man dazu hat. Ja, würde ich auf jeden Fall auch machen. Das Einzige, was ist, ist hier jetzt alles lose. Man hat die Slot-Maschine, das Roulette und das schätze ich mal dann wieder für den Börsenkurs. Ja. Oder fürs Rennen. Na, ich glaube, das Slot-Maschine ist fürs andere. Muss man sehen. Und man hat dann noch Flugzeug, Gold und Formel 1 Wagen drin. Ja, also alles im neuen Stil angepasst auf jeden Fall mal. Kurzschlussversorgung, ja, Öl, die Aktien und das Ganze. Erwähnt. Extra Kärtchen, extra Größen, was eigentlich dann auch nicht so schlecht ist, weil bei den anderen hast du es nämlich gehabt, dass die Dinger ja so groß sind wie die Geldscheine. Ja. Und das Ganze dann mal recht leicht zum Vermischen war. Genau. Also punkto, was neu und alt jetzt betrifft, sind vielleicht ein paar Neuerungen gescheiter gemacht worden. Ja. Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Ja, wie gesagt, ich stehe auf die 1985er Version, beziehungsweise 97er ist dem auch noch gleich empfunden, aber hier auf das ältere. Ja. Gut. Das war's eigentlich wieder in unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ein Let's Play kriegt ihr auf jeden Fall auch noch davon. Wir werden jetzt noch ein paar Beispiele ein bisschen was vorführen und dann werden wir sie auch anspielen. Werden wir sie auch anspielen auf jeden Fall. Weniger anspielen, wir werden schon die kompletten Runden durchmachen. Ja, wir werden eine komplette Runde machen. Also wenn schon. Und dann werden wir das eher in einer größeren Runde machen. Also nicht nur wir zu zweit, sondern wenn wir Minimum noch zwei Gäste einladen auf jeden Fall. Minimum zwei Gäste, wenn, dann machen wir das, schauen wir, dass wir mindestens einen dazu haben. Mhm. Weil doch. Mit ein paar mehr Besserungen macht sowas noch mehr Spaß. Oh ja, das auf jeden Fall. Na gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann
hinterlasst uns ein Like. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt oder dergleichen, einfach mal reinschreiben. Und falls euch das Video gefallen hat, wenn ihr wollt mehr davon sehen, dann einfach abonnieren. In dem Sinne wünsche ich euch der Joe und JD auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.